Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Apex Legends Late Night News. Ich habe heute alle Legenden, die von Season 20 an bis Season 25 kommen sollen. Entweder sind es Codenamen oder die finalen Namen. Es sind auch ein paar Reworks dabei. Es könnte sein, dass ich in den nächsten Tagen weitere extrem interessante Leaks überschlagen, denn ein Playtester, der wohl kein Playtester mehr ist, hat auf Reddit ein bisschen was rausgeballert, was leider schon gelöscht wurde. Sein komplettes Profil hat er selber gelöscht, aber es gab ein paar Dataminer, die sich dem bedient haben und werden das wohl jetzt Stück für Stück an uns weitertragen. Angeblich hat er wohl die komplette Season 19 schon geleakt mit Map-Änderungen und hast du nicht gesehen. Das ist aber alles noch nicht veröffentlicht. Also bleibt dran. Jetzt habe ich die Liste von Season 20 bis 25. Wir starten. Die erste Legende, beziehungsweise Season 19 sollte immer noch Conduit sein. Gibraltar, ich habe den Dataminer übrigens gefragt, ist das die Reihenfolge? Er meint, Stand jetzt ist das die tatsächliche Reihenfolge, wie es Respawn plant. Da kann sich aber noch einiges ändern. Müssen wir natürlich abwarten, weil bis Season 25, da sind wir schon im Jahr 2025 zusätzlich noch dazu. Gibraltar ist in Season 20 ein großes Ding wohl. Es ist aber nicht ganz klar, ob es ein fettes Rework wird, weil dieses V1 ist eigentlich die Bedeutung für dieses Fortified Legend, was bedeutet, dass die 15% mehr Schaden einstecken aufgrund ihrer großen Hitbox. Gibi, Caustic zum Beispiel, um die beiden zu nennen. Es kann sein, dass sich nur da etwas ändert. Ob das allgemein Gibraltar im Hauptpunkt ist, ist noch nicht ganz klar. Die nächste Legende in Season 21 nennt sich Tinkerer. Wenn du das übersetzt, heißt das so viel wie basteln. Vielleicht ist das eine Legende, die seinen eigenen Loot irgendwie zusammenbasteln kann mit irgendwelchem Zeug. Kann ich nicht genau sagen. Flux, die nächste Legende in Season 22, zu Deutsch irgendwas mit Fluss. Ich dachte erst irgendwas mit Zeit, weil Back to the Future Fluxkompensator. Aber wenn du das so richtig googelst, kommst du da auf keinen grünen Zweig, was Zeitreisen oder so ein Quatsch betrifft. Das Lifeline Reborn kommt dann Season 23, warte mal, 22, 21, 22, 23. Lifeline Reborn wohl Season, nicht Season 22, sondern Season 23. Habe ich ausgiebig darüber berichtet. Heute erst ein Update rausgeballert. Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall noch schauen. Denn sie hat zwei neue Fähigkeiten geleakt. Bekommen eine neue ultimative Fähigkeit und eine überarbeitete Heildrohne, die die Teammates verfolgen kann. Was sehr, sehr interessant ist, was wir auch aus der mobilen Version kennen. Cave wäre die Season 24 Legende, wenn er das übersetzt, heißt das so viel wie Höhle. Kann sein, dass der irgendwie was mit Höhlen zu tun hat, keine Ahnung. Ich hätte jetzt spontan keine Fähigkeiten, die mir einfallen, die irgendwas mit Neule zu tun haben könnten. Und Artemis ist die Season 25 Legende. Artemis fällt mir spontan eine Hexenkreatur ein. Artemis ist, glaube ich, auch aus der griechischen Mythologie, wenn ich mich nicht täusche. Ich kenne Artemis zum Beispiel als Hexenfigur aus Final Fantasy 8 zum Beispiel. Das würde mir jetzt spontan so einfallen. Könnte vielleicht irgendeine düstere Legende sein. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall scheinbar eine weibliche Legende, die letzte auf jeden Fall. Leute, das scheint erstmal für die Zukunft der Plan zu sein. Also bis Season 25 wurde schon geplaytestet, geplant, gebastelt und philosophiert über Legenden und ihre Fähigkeiten. Also ihr könnt davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten, keine Ahnung, inwieweit dieser Typ, der sich da oder sein Reddit-Account gelöscht hat, inwieweit der kompletten Einblick hatte in die gesamten Fähigkeiten, ob da noch mehr ans Tageslicht kommt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil wir in Sachen Apex Legends News eine Weile lang eine mega Flaute hatten. Aber kurioserweise kann ich in den letzten Tagen extrem viele Leaks rausballern, was ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finde. Bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.